Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück bei den Amnesietabletten. Hier mit eurem Crunchcore. Und ja, der Gemeinschaftsraum ist ein bisschen weit weg. Deswegen werden wir vielleicht nochmal einen zweiten hier hinter anbringen. Oder hier. Oder, ja, müssen wir mal gucken. Irgendwo da, wo wir Fundament bauen können. Aber bis jetzt ist es ja okay, wenn sie da eben hinlaufen. Und vielleicht auch nochmal eine Toilette mit anbringen. Das wäre vielleicht auch noch ganz super. Ach so, wartet mal. Weil ich es gerade sehe, könnten wir hier... Nee. Einfach aber auch nochmal irgendwie... So ein Erste-Hilfe-Kasten ist bestimmt auch ganz praktisch. Nee, auch keine Wanduhr. War eine Wanduhr. Why not? Ich suche aber eigentlich was ganz anderes. Wasserspender, genau. Der kommt jetzt hier hin. Weil Wasser ist wichtig für die Kollegen. So, jetzt geht's los. Wir sind gleich wieder am Diagnostizieren mit unseren Ärzten. Gucken wir doch mal. Da geht's schon los. Gucken wir doch mal, wie schnell wir das jetzt hier hinkriegen. Warum stehen die dann nur rum? Okay, jetzt geht's los. So, Inga Müller. Ja, gucken wir mal eben. Fußgelenkfraktur. Machen wir mal eine Untersuchung. Guck mal kurz nach, ob wir was sehen. Ne, alles klar. Dann einmal bitte zum Röntgen. So, next. Ist dann eine körperliche Untersuchung. Appendizitis, Laktoseintoleranz. Erbrechen. Machen wir mal ein abdominales Abtasten, ob da was hart ist. Laktoseintoleranz. Okay. Dann kriegt sie das, das, das. Und dann sollte das eigentlich auch reichen. Die hat hier Schwierigkeiten. Da soll man ein abdominales Abtasten machen. Weiter. So. Nahrungsmittelumstellung auch nochmal. Du kannst nach Hause. Nächster. Okay, Kopfdiphtherie. Grippaler Infekt. Akutes rheumatisches Fieber. Ah, ist schon eine ganze Menge, ne? Gucken wir uns erstmal, machen wir mal eine körperliche Untersuchung. Zack, grippaler Infekt. Und ein bisschen Ruhe. Auf Wiedersehen. Für einen grippalen Infekt kriegen wir natürlich nicht so viel. Morbus Crohn, Laktoseintoleranz. Machen wir mal direkt ein abdominales Abtasten. Okay. Ja, Laktoseintoleranz. Kriegst du alles. Inklusive einen Tipp, die Nahrungsmittelumstellung zu machen. So. Nagelpilz, Fußcreme und die Salbe. Nächster. Grippaler Infekt. So, Übelkeit. Könnte ja erstmal alles sein. Machen wir mal ein abdominales Abtasten. Temperaturmessung.
Mal eine Ohruntersuchung. Ein Tinnitus hat er, okay. Audiometrie. Katze rastet komplett aus. Überprüfung der Sprache. Die innere Medizin ist nicht einsatzbereit. Kriegst eine Insulintherapie. Was haben wir denn hier noch gemacht? Machen wir nochmal neurologische Tests. Das hat mich jetzt hier durcheinander gebracht. Maßnahme ist abgeschlossen. Abteilung wählen. Gehen wir zur inneren, bitte. Lass dich da nochmal untersuchen. Station in der inneren Medizin ist nicht einsatzbereit oder fehlt. Stell sie schnell bereit. So, den haben wir neu. Wollen wir mal abhören. Sinusitis. Müssen wir noch eine Station für die Dingens bauen? Aber eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir für die innere Medizin doch jetzt keine extra Station, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Muss ich nochmal nachgucken. Fußprellung. Ja, musst du auf jeden Fall mal zum Röntgen. Da musst du auf jeden Fall mal zum Röntgen. Du hast Windpocken. Das ist natürlich nicht so schön für dich. Okay, die innere Medizin hat es gerade nicht geschafft, die Dingens aufzunehmen. Sollten wir eventuell nochmal gucken, dass wir so einen Raum bauen. Und uns hier nochmal ein bisschen verweitern um 5. Dass ich hier quasi nochmal den Raum bauen kann. Das machen wir mal direkt. Fundament. Wände. Ziehen wir mal eben bis hierhin durch. So, hier kann die Wand weg. Wie war denn das letztes Mal eigentlich mit diesen Vorlagen? Ich hatte doch letztes Mal diesen ganzen Raum hier kopiert. Wie war denn das? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich wollte es mir merken und hab's nicht. So. Und dann konnte ich das hier wieder so hinbauen. Dann ist das direkt die Vorlage geworden. Nice. Da müssen wir halt auch nochmal einen einstellen. Am besten einen, der jetzt nicht so teuer ist. So, wir sind in der Inneren. Das Wartezimmer ziehen wir mal eben weiter. Abstellraum haben wir auch. Alles gut. Wir haben
auch die Tür da. Dann werden wir doch eben hier nochmal für den Abstellraum nochmal Bänke aufstellen. Was wir hier rein kopieren, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Es bleibt aber erstmal so. Und dann müssen wir eben noch die Fliesen hier anpassen, ne? So. Halt, stopp. So, dann gehen wir wieder ins Krankenhausalltag. So, jetzt war nochmal gucken. Innere Medizin hatte tatsächlich keine Station. Wir haben hier ein Traumazentrum geplant. Die Frage ist, ob ich hier dann einfach die Station für eine innere Medizin plane. Und hier versuche dann noch weitere Labordiagnostiken zu bauen. Und hier... ist alles dann halt auch nur weit weg, ne? Muss man halt auch mal sagen, wie es ist. Hat das Ding keine Bettkonsole? Verstehe nicht, was er will. Egal. Wir haben jetzt auch gar keinen auf der Station. Großartig. So, Nachtschicht. Wir haben Geld gemacht. Das ist gut. Ich muss halt überlegen, ob man auch mal in der Nachtschicht irgendwie jemanden arbeiten lässt. Aber, pff. Weil jetzt aktuell... haben wir halt so niemanden, ne? Muss man mal gucken, ob sich das lohnt. Man müsste einfach mal schauen, was dann an Menge auch reinkäme. Man muss ja nicht alle Zimmer besetzen, vielleicht so eins. So und vielleicht nur das Notwendigste. Sondern sagst du zur Not, ey, du musst dann eben hier in die Station rein, weil morgen macht erst das Röntgen auf. Wäre eine Möglichkeit. Muss man aber mal überlegen. Ist aber wieder auch ein bisschen abhängig davon, was das kostet. Weil Geld regiert die Welt. Ist so. Ich könnte mal eben ganz kurz in den Planungsmodus gehen. Station. Wo war denn jetzt der Unterschied? Also eine Überwachungsstation. Eine Überwachung bietet ein hohes Maß an medizinischer Versorgung für stationäre Patienten. Verstehe. Minimale Raumgröße 4x4. Okay. Normalstation. Normalstation für stationäre Patienten. Dann brauche ich ja keine sonstige Geschichte. Planen wir das mal. Wir sagen zum Beispiel hier eine Normalstation. 14, 5, 9. Ja, machen wir mal eine Station draus. Gucken wir mal, ob das hinterher gut passen könnte. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Ah, das hier ist sogar so. Du bist denn bis hier rangezogen? Ja, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. So, wir machen da eben mal kurz
weiter. Versuche mal bis zum nächsten Morgen zu kommen, um dann den nächsten Morgen nochmal durchlaufen zu lassen. Also den Tag nochmal durchlaufen zu lassen, um mal so ein bisschen Kohle noch zu kriegen. Ich bin aber gerade eben noch am Überlegen, weil... Ach nee, habe ich ja gemacht. Ja, denn bin ich nicht mehr am Überlegen, glaube ich. Denn bin ich eher dafür zu sagen, okay, dann lassen wir es laufen. Weil wir haben am nächsten Tag ja auf jeden Fall zwei innere medizinische Kollegen. Und da müssen wir mal gucken, wenn jetzt da die Meldung häufiger aufkommt, dass die eine Station brauchen. Wofür auch immer. Dann müssen wir da halt mal auch was dran tun. Aber bis jetzt läuft es ja jetzt erstmal. So. Auf der Station passiert jetzt auch nichts Weltbewegendes. Die Räume waren leer. Haben uns einfach nur Geld gekostet. So, der Raum hier ist auch noch nicht befüllt. Da könnte man vielleicht nochmal ein kleineres Labor reinklatschen. Wobei man immer gucken muss, die Labore brauchen viel Platz. Aber jetzt gucken wir erstmal nach den Patienten, die dann kommen. Und was dann so kommt. Was wir dann machen können hier. Lass uns mal eine Untersuchung erstmal machen, gucken, ob da irgendwas am Bein dran ist. Ansonsten geht's zum Röntgen. Jupp, viel Spaß. Du bist auch die Erste im Röntgen. Peter König hat eine Grippe. Dann muss er auch einfach mal Ruhe bewahren. So, Nagelpilz oder ein Athletenfuß. Oh, körperliche Untersuchung. Okay, dann machen wir mal eine Probenentnahme und dann musst du mal eben dahin. Auch eine körperliche Untersuchung. Manchmal kann man dadurch erkennen, ob der Fuß vielleicht nur eine Prellung ist. Okay, aber sie hat sehr viel davon. Dann musst auch du zum Röntgen. Okay, du hast eine ganze Menge. Machen wir mal eine körperliche Untersuchung. Abdominales Abtasten. Nochmal ein Fieber messen. Nee. Dann machen wir mal eine Blutabnahme. Gucken wir mal, ob irgendwas in deinem Blut ist. So, du hast das. Das reicht dir scheinbar nicht. Mach doch mal ein abdominales Abtasten, ey. Du brauchst nicht immer meine Hilfe. Ach, geh mal zur Inneren. Mach dich da nützlich. Körperliche Untersuchung. Das ist mir noch Gift-Efeu-Ausschlag, ja denn? Und nach Hause. Ein grippaler Infekt oder eine Chlorgasvergiftung? Na, lass uns mal deine Nasen nehmen und direkt ansehen. Ist nur ein grippaler Infekt. Du hast Glück gehabt. Du hast Zellulitis. Mhm, bitteschön. So, was hast du? Horst Lenzen. Ermüdungsschwäche, Kopfschmerzen. Hm. Eisenmangel.
Und tschüss. Dann machen wir mal direkt abhören. Produktiver Husten. Schon 15 und 19, ne? Was eine Sinusitis. Dann noch das Nasenspray. Und dann passt das, glaube ich. Und auf Wiedersehen. Next. Du hast eine Beinprellung. Okay. Kein Thema. Hier kriegst du was für. Und tschüss. So. Zumindest ist jetzt hier niemand gegangen. Heiserkeit. Wie wär's mit einer Laryngoskopie? Bin ich eigentlich nur von Idioten umgeben? So, haben wir doch alle behandelt hier. Nice. Ja, wobei ein Patient noch da ist und aufgenommen wurde. Der Rest scheint behandelt zu sein, soweit. 40. Haben wir denn irgendwas, wo wir sagen, hier müssen wir irgendwie was aufnehmen? Nö, war doch gut. So, dann würde ich sagen, machen wir hier eben Cut. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie hier klarkommen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.